gibt eine coole Blues-Kneipe in Berlin. Und das Beste ist, Rockradio sendet live von dort aus. Immer dienstags von 18 bis 20 Uhr. Schweiches R&B-Kneipe. In Blues we trust. Mehr Informationen unter rockradio.de. Recht herzlichen guten Dienstag, Abend und Dienstag, Nachmittag, live in und aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe. Wir hoffen, wir stören nicht allzu sehr. Ja, es ist eine Live-Sendung, da ist natürlich auch das zu hören, was nicht gerade unbedingt vor dem Mikrofon ist, sondern auch ein bisschen weiter weg. Wir freuen uns ja, dass Gäste da sind, weil die werden gleich unheimlich applaudieren, wenn ich jetzt unsere Gäste vorstelle. Und das ist nämlich Nümmes Straßenrock und Hey Fuchs! Ja, damit sei schon gesagt, wer heute zu Gast ist. Eigentlich sind sie sonst, würde ich jetzt mal vermuten, dem Namen nach mehr auf der Straße zu finden. Frage, fühlt ihr euch dann so ein bisschen eingeengt in Speichers Rock- und Blues-Kneipe, in der kleinen, das sage ich aber jetzt mit Anführungsstrichen, um Gottes Willen, wir sind natürlich einer der größten Läden hier in der Stadt, aber räumlich gesehen doch klein, fühlt ihr euch da nicht ein bisschen eingeengt, sag mal? Aber sicher, unser letzter Auftritt mit der ganzen Band war auf dem Alexanderplatz. Und als Karl Nümmes Liedermacher war ich jetzt am Sonntag auf dem Alexanderplatz, da hatte ich große, weite Welt vor mir und hier ist die kleine, schnuckelige Blues-Kneipenwelt, aber wir fühlen uns jetzt schon wohl hier, also kann man sagen. Das freut mich jetzt schon zu hören, aber was sollst du noch anders sagen? Wir sind ja erst am Anfang des Interviews wahrscheinlich. Und das alles hat schon gesagt Karl Nümmes, er ist der Namensgeber und nicht Mitglied, du bist der Gründer, wir reden ja drüber, was es auch war und was es jetzt ist alles, von wo es begann und wie es jetzt ist und endet, wissen wir natürlich noch nicht. Genau, 1982 gab es einen gewerkschaftlichen Chor, der wurde aufgelöst einfach von der DGB-Führung, weil wir ihnen zu links und zu kämpferisch waren. Und dann habe ich mit Freunden zusammen aus dem Chor eine eigene Musikgruppe gebildet. Damals war es mehr eine Songgruppe Nümmes. Und Nümmes heißt, was heißt Nümmes? Wolltest du bestimmt auch fragen. Ja, aber das wollte ich mir jetzt... Deine nächste Frage. Das hätte ich mir jetzt aufgehoben für die erste Musik, die wir spielen wollen. Wenn du jetzt alles schon erzählst, dann haben wir nachher nichts mehr zu reden. Genau. Oh, der Tisch wackelt auch sehr schön. Den müssen wir irgendwie mal entwackeln, glaube ich, hier, unser Moderationstisch. Wir sind übrigens auch erreichbar übers Internet, über den Chat. Auf rockradio.de gibt es einen Chat zur Sendung. Da seid ihr mit eurem Geschreibsel drin, wenn ihr wollt. Und da könnt ihr Fragen stellen oder was ihr auch immer loswerden wollt. Und wir haben auch eine Webcam geschaltet. Da könnt ihr uns sehen, wenn ihr wollt. Dass ihr euch auch ein Bild machen könnt. Ansonsten, das gilt natürlich nicht für die Wiederholung, die Sendung wird am kommenden Sonntag, das ist dann der 26. Mai, der ist schon wieder zu Ende, Mensch. Dann wiederholt um 14 Uhr, die ist dann Chat- und Videofrei. Bevor wir dann richtig einsteigen ins Interview, wollen natürlich auch die ganzen Kollegen, die ja heute zum Glück alle mitgekommen sind, die sich alle frei gemacht haben, finde ich toll. Um 18 Uhr ist ja immer nicht so einfach. Schon für die einen ist es jetzt früher Nachmittag, für andere später Nachmittag. Schön, dass ihr es geschafft habt. Die wollen wir auch vorstellen. Übrigens auch noch einen großen Dank an Ingo, der das hier vermittelt hat, dass ihr heute hier seid. Der kennt euch ja. Auch von uns, Ingo. Ingo. Der filmt das alles wieder und wird das dann schneiden und auch wieder ins Internet stellen. Ja, es ist erstaunlich, dass Rockradio euch noch gar nicht kennt. Aber das hat jetzt ein Ende. Ihr habt auch Musik mitgebracht und die schön durchnummeriert. Da spielen wir den ersten Titel erstmal, um euch vorzustellen. Der erste Titel heißt The Revolution is in the Air. Ein Titel unserer heutigen Gäste, Nümmes. Straßenrock aus Berlin, so viel Zeit muss sein. Und sie sind alle gekommen. Karl steht jetzt erstmal hier. Wir wollen erstmal die anderen Kollegen nochmal erstmal vorstellen in Person. Also ich bin Karl Nümmes aus Berlin und ursprünglich aus Hagen, da sind wir entstanden. Bitte schön. Ja, ich bin Micha, ich spiele hier den Bass in der Gruppe. Ich komme ursprünglich aus Gelsenkirchen, bin aber schon seit den frühen 80ern hier in Berlin und seit knapp 2 Jahren erst bei der Gruppe. Okay, ich bin Cheppi, bin hier der Trommler bei Nümmes.
Wir haben noch, ach da. Ja, also ich komme aus dem Rheinland, ich bin Federico Nirmal Klaus und spiele so allerhand Instrumente, was gerade so anfällt. Okay. Ja, die werden wir natürlich alle noch im Einzelnen noch mal persönlich vorstellen. Wir haben natürlich auch Fragen, also ich habe Fragen. Ich hoffe, die Kollegen haben auch die Antworten dann mit. Dann sind ja noch zwei Leute mit dabei, die die Technik sonst machen bei euch. Zwei Leute, also... Heute ist das, nee, ich also meine, der Micha ist Teil der Band, der macht ja Technik. Dann haben wir noch den Helmut hier, das ist ein guter Freund von uns, der uns öfter filmt. Und der Ingo natürlich, also und den Filmkamerad. Und das war es eigentlich. Ja, also doch eine recht große Truppe, wenn alle denn zusammen. Ja, wir haben auch Gastmusikerinnen, zum Beispiel die Twin sitzt da im Publikum, die singt auch des Öfteren mit. Und naja, das Daniel, der ist heute nicht hier, der muss arbeiten. Nymis, mein erster Gedanke war eigentlich doch, dass ihr aus irgendwie aus Köln, aus dem Rheinland kommt. Nymis hört sich ja doch ein bisschen, also für Berliner Ohren, muss man ganz vorsichtig sagen. Hat aber gar nichts mit, einer ist ja nur aus dem Rheinland, habe ich gerade gehört. Nee, das ist auch aus dem Rheinischen und Westfälischen Platt und Nymis heißt ganz einfach niemand. Und wer sich also aufregt über unsere Musik, speziell die Herren in den oberen Chefetagen und sagen, was machen die da für eine scheiß Musik? Was macht Nimbus für eine scheiß Musik? Das heißt eigentlich, niemand macht scheiß Musik. Und damit haben sie auch die Wahrheit getroffen. Ja, also es ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man sagen muss, wer sind sie denn eigentlich? Karl, 82 hat das bei dir angefangen, du hattest es ja schon erwähnt. Ihr habt erstmal bei der DGB angefangen. Du hast erstmal im Chor bei der DGB angefangen? Genau. Ich war da mit jemand anders, Chorleiter praktisch, das waren 20, 30 junge Leute damals in Hagen, ja, in eine alte Arbeiterstadt. Mhm. Und wir haben da an verschiedenen Kämpfen mit teilgenommen, auch mit unserer Musik, auch in Krupp Rheinhausen, damals ein ganz wichtiger Streik. Und in Hagen Stahlindustrie, die ist praktisch platt gemacht worden. Und das hat dann natürlich zu Diskussionen auch in der Gewerkschaftsbewegung geführt. Machen wir hier Gewerkschaften als Kampforganisation oder machen wir so Kuschelmuschel mit den Konzernherren? Und da war das einigen DGB-Führern nicht so angenehm, wenn wir hier klassenkämpferische Musik gemacht haben. Wart ihr auch bei der Rheinbrückenbesatzung mit dabei damals? Nee, also da war... Nee, da ist von Hagen aus. Aber ihr wart sehr aktiv, ist natürlich sehr interessant. Der Deutsche Gewerkschaftsbund eigentlich ein Arbeiter, sollte man ausgehen, ein Arbeitergewerkschaftsbund ist nicht so offen für Kampflieder. Ja, ist ja natürlich von der Basis her, ist es ja eine Arbeiterorganisation, aber je höher man in den Etagen da kommt, die haben sich irgendwie doch gut eingerichtet im Kapitalismus, würde ich mal so sagen. Die wollen dann mit den Genossen lieber kuscheln dann sozusagen. Ja. Was hast du davor gemacht? Warst du immer schon Musiker oder bist du erstmal Job arbeiten? Und also ich habe in Aachen und in Hagen in verschiedenen Betrieben gearbeitet, aber vor allen Dingen habe ich studiert und Lehramt und bin dann zur Grundschule, Hauptschule. Ich habe also alle Kinder, tausende Kinder vom ersten bis zum zehnten Schuljahr vermasselt. Vermattet, ich wollte gerade sagen, Musik, nicht vermusikt. Nein, ernsthaft. Unsere Generation von Lehrern haben mit dazu beigetragen, dass heute die Schüler Fridays for Future auf der Straße sind. Mhm. Wir haben denen das beigebracht. Ja, also braucht man nicht, kann man auch ein bisschen Selbstlob mal machen. Das ist unsere Arbeit auch mit ein bisschen, oder? Ja, genau. Das ist natürlich gut so. Da freuen wir uns auch so, dass die dann nicht doch nur in die Handys gucken und die Tablets, sondern auch auf die Straße gehen und das mal in die Hand nehmen, weil die alten Säcke haben es ja nicht auf die Reihe bekommen. Haben es ja nun bewiesen bis jetzt. Naja, wir haben gekämpft und wir kämpfen weiter, auch wenn wir alte Säcke sind. Also die bestimmen, ich meine jetzt nicht die. Ach auf so, die alten Säcke da. Ja, nein, nicht. Nein, auch man natürlich trennen die alten Säcke. Muss man unterscheiden. Ja. So und solche nein, Säcke. Die auf die Straße gegangen sind, ja, genug Leute gehen ja auf die Straße und heben ja den Zeigefinger und deuten auf viele Sachen hin. Wir wissen ja auch viele Sachen, aber es interessiert wahrscheinlich die Entscheidungsträger wenig, was mit der Umwelt und der Zukunft passiert. Wahrscheinlich, weil sie da nicht mehr leben. Die heute auf die Straße gehen, die müssen ja leben und da haben sie natürlich vollkommen recht, was sollen sie lernen, wenn sie in 20 Jahren nichts mehr da ist, wo sie arbeiten gehen können, wenn alles kaputt ist, ist ganz klar. Also da habt ihr schon gut gearbeitet, ja. Also ich bin ja auch noch als Lehrer aktiv und ich habe heute früh meiner Rektorin gesagt, ich streike am Freitag. Wie? Streik? Wir streiken nicht. Ich streike.
die Schüler streiken und ich, für mich ist das auch ein gutes Beispiel, dem muss ich doch mal folgen, oder? Ja. Also ich streike mit am Freitag und kommt alle mit zum Brandenburger Tor um 12 Uhr am Freitag. Fridays for Future, damit die Großkonzerne, die hier unsere Umwelt zerstören und die Zukunft der Kinder zerstören, dass die mal hier abgesetzt werden und vertrieben werden. Ja, Karl Rüschi, finde ich auch. Ihr, du hast ja gerade gesagt, ihr seid mit der Band, mit dem Projekt ja politisch, hauptsächlich politisch unterwegs und das ja schon sehr lange. Ihr wart jetzt gerade auf dem Alexanderplatz und ihr tretet auf der Straße mit euren Instrumenten und mit eurem Gesang. Und was unterstützt ihr denn so? In welche Richtung geht ihr denn da? Also erstmal unterstützen wir alle kämpferischen Frauen, Gewerkschafter, Umweltkämpfer, Antifaschisten. Bei Blockaden hier in Berlin waren wir dabei. Wir sind jährlich bei der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo dabei. Europas größter Demonstration für einen Sozialismus in irgendeiner Form. Ne? Und gewerkschaftliche 1. Mai-Demonstration und so weiter und so fort. Gegen die A100, ich wohne da in dem Bezirk, wo jetzt diese Moloch-Autobahn da gebaut, quer durch unseren Bezirk alles kaputt macht. Dafür haben wir Lieder gemacht und wir haben für die Charité-Kolleginnen und Kollegen, die gestreikt haben, das Streiklied gemacht. Da gibt es auch einen YouTube-Film, könnt ihr euch mal angucken. Also wir sind, eigentlich versuchen wir eng verbunden zu sein mit der Arbeiterbewegung, Studentenbewegung oder Schülerbewegung oder Umweltbewegung. Und jetzt zuletzt haben wir also am Alexanderplatz für die internationalistische Liste MLPD auch gespielt und das finden wir gut, weil die klasse Forderungen einfach haben. Mhm. Zum Beispiel Verbot aller faschistischen Organisationen. Wer schreibt das auf seine Wahlplakate? Ja, ja, genau. Ja, ich habe einen Satz gefunden, eigentlich bestätigst du ja das, was du gerade gesagt hast. So habe ich es jetzt auch empfunden, nachdem ich mich jetzt mal mit euch etwas beschäftigt habe. Dafür haben wir die Sendung, ist ja nicht nur für die Hörer. Die Sendung hat ja einen Bildungsauftrag, also nicht nur für die Hörer, auch für den Moderator. Ich bilde mich natürlich auch immer gerne weiter. Wir machen Lieder aus dem Leben für ein besseres Leben. Das ist ja eigentlich, könnte man so euer Kernsatz so sagen? Finde ich schön, den Satz. Also da spricht ja eigentlich für alles. Ne? Ja, also ich brauche da, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, oder? Nee. Hört euch die Schüler an. Wir machen Musik aus dem Leben, das ist ganz wichtig, aus dem Leben und nicht irgendwoher, aus irgendwelchen Fantastereien, wie manche Liedermacher, die sagen immer, meine Musik kommt aus innen, aus mir innen heraus, so ganz spontan. Das ist ein Quatsch. Es ist immer eine Auseinandersetzung mit dem, was außen passiert. Und die Musiker, die sich nur für sich selber interessieren und ihre eigenen Fantasien und Gefühle, das sind, kann ich nichts mit anfangen. Wir müssen uns doch mit auseinandersetzen, was hier passiert in der Gesellschaft. Wo steuert das alles hin? Und deswegen machen wir auch politische Musik. Nachlesen kann man das natürlich alles auf auf eurer Webseite nymes.de, also da Nymes mit UE, nymes.de, da steht ja auch dann sehr viel Text, wo ihr alles schon gespielt habt und eure Texte sind ja auch dort alle abgedruckt und ausgeschrieben. Mhm. Und ich habe noch gelesen, dass ihr keinen Halt macht. Ihr nehmt eigentlich, bezieht alle Musik ein, die es so gibt, wenn es zum Thema passt. Also ihr habt keine Ehrfurcht vor irgendwelcher Musik. Die wird vereinnahmt für eure Sache, für die Texte. Ja, das ist richtig. Also rhythmusbetonte Musik kann man vielleicht sagen, rockige Musik, nicht nur Rock im eigentlichen Sinne, sondern auch Kinderlieder machen wir auch. Also rhythmusbetonte Musik. Und fürs Musikalische ist eigentlich unter Cheppi da. Und der Jörg hier zuständig. Und ich mache mehr so die Texte und die Grundideen. Und wir schöpfen aus der fortschrittlichen Musikkultur, auch von Brecht und Eisler beispielsweise. Ich bin großer Brecht-Fan. Versuchen, da ein bisschen von zu lernen. Da habe ich noch einen Satz gefunden bei euch. Songs werden entwickelt in solidarischen Streit mit dem Publikum. Ja, gut, ist vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben. wir stellen auch ganz bewusst in der Regel Lieder zur Diskussion. Zum Beispiel haben wir ein Lied gemacht für den Frauenverband Courage, fällt mir gerade so ein, für die Frauenbewegung. Und da haben wir uns natürlich, wir sind eine Männertruppe hauptsächlich, haben uns natürlich auch mit den Frauen zusammengesetzt, haben Entwürfe ihnen vorgesungen, dann gab es Kritiken und Überarbeitungen und so weiter. So
beziehen wir auch durchaus das Publikum oder unsere Fans oder mit ein. Wir haben noch einen weiteren Song. Wir wollen natürlich Musik auch spielen von euch. Ihr werdet nachher auch noch live spielen. Aber vorher wollen wir noch was Konserviertes spielen. Resolution der Kommunarden. Ja. Ja, Resolution der Kommunarden, Brecht und Eisler, ein wunderbares Lied. Und zwar muss man hier Folgendes beachten. Wenn hier dazu aufgerufen wird, in die Wohnungen einzuziehen, die wir nicht haben oder die Leute nicht haben. Ja, das war in einer revolutionären Situation in der Pariser Kommune. Und wenn heute hier so gefordert wird, Enteignung, ist das natürlich irgendwie ein berechtigter Wunsch. Aber ich frage mich, ohne Revolution, nach der Revolution, jawohl, Enteignung ist richtig, dann kriegen wir das ja in die Hand. Aber wenn man hier was enteignet, verstaatlicht, wer kriegt das denn dann? Wir leben in einem kapitalistischen Staat und der kapitalistische Staat kriegt dann das, und die sollen doch ja noch bezahlen, das ist ja gar kein, das ist ja ein Rückkauf. Ne, und deswegen bin ich da sehr kritisch, dieser Enteignungskampagne, aber natürlich dieser Wunsch, jetzt endlich mal die Wohnungen, die Betriebe, alles, was wir brauchen zum Leben, selber in der Hand zu haben und die Macht darüber zu haben, das ist also ganz toll in diesem Lied Resolution der Kommunarden. Ja, dann sollte man vielleicht der Regierung das mal so sagen, dass denen ja denn oder dem Staat die Wohnungen gehören. Vielleicht sind sie ja dann auch für die Enteignung. Nymes Straßenrock aus Berlin heute zu Gast in und aus Speiches Rock und Blues. Es war ein Song, eine Eigenkomposition und Text und Musik, ne? Oder? Nein. Oh. Brecht Eisler. Ach, du hast ja gesagt, ja, entschuldige. Keine fremden Feder hier. Also das ist ein geniales Lied von Brecht, Bertolt Brecht, und Eisler hat die Musik gemacht. Und was man sagen muss, das neue Arrangement, das ist natürlich nicht von Brecht und Eisler, sondern von unserem Frederik hier, der hat sich da sehr viel Mühe, der auch die Querflöte dabei spielt, also hat sich da sehr viel Mühe mitgegeben. Ja, dann komm doch gleich mal her. Ich muss natürlich ehrlicherweise sagen, es ist inspiriert durch die Dortmunder Gruppe Cochise. Ah ja. Kenner der Musik von damals werden das auch raushören im Solo. Komm mal hier ein bisschen rum, damit du auch zu sehen bist. Okay. Ja, dann haben wir schon erst ein weiteres Mitglied der Band hier. Ja, ich gehöre zum mittleren oder äußeren Kreis. Die Nimmes Band hatte einen Kern und Kreise. Ich bin der Vagabund in der Band, der dann schon mal ein Jahr im Ausland ist und da auch Musik macht. Was machst du da für Musik auch? Was es da gerade gibt, ob ich im indonesischen Gamelan sitze oder was weiß ich, in Südamerika mal. Alles schon mal ausprobiert. Du bist ja, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, der aus dem Rheinland, ne? Ja. Man hört das ja. Bist du Karneval-Fan eigentlich? Nee, ich bin extra weggezogen von Köln. Das habe ich mir mal. Also können wir das mit der Karnevalmusik dann gleich machen? Also in Köln gibt es 5 Jahreszeiten. 4 sind wirklich sehr nett und eine ist furchtbar. Das ist der Karneval. Ja, aber das tangiert dich ja nicht mehr jetzt. Nö. So, du hast also das Arrangement gemacht jetzt für den ja, zusammen Club. mit dem Scheppi und dem Jörg haben wir uns jetzt gut überlegt, wie wir das hinkriegen, so mit den, wie wir die Instrumente einsetzen, wann wir unisono machen, wann wir mehrstimmig machen. Und ich bin genau wie Eckhardt auch ein Fan von Brecht und Eisler und wollte auch so im Geist von Eisler weitermachen. Und also ab und an mal Gegensätze schaffen und dann wieder gemeinsam, wie das Unisono am Anfang und am Ende, setzen. Also Musik ist irgendwie mein Leben und mach mir auch gern Gedanken und wie kann man das so setzen. Was ich nicht mag, ist Noten schreiben. Darum brauche ich immer ewig lang für ein einziges Stück. Das heißt, du machst alles im Kopf? Ja, probier es aus. Also es gibt ja Leute, die spielen Schach mit vielen Leuten nur im Kopf und du komponierst alles im Kopf dann, ja? Hast du alles so? Ich komponiere eigentlich gar nicht, weil die Musik, die mir einfällt, die gibt es immer schon, weil wir leben schon so spät. Ich komme immer zu spät, merke ich. Und dann muss ich halt improvisieren, arrangieren, parodieren und das macht auch Spaß. Und wie machst du, wenn du das jetzt nicht aufschreibst, wie gibst du den Kollegen jetzt? Ich singe es ihm vor und spiele es ihm vor. Ja, ist ganz einfach. So wie früher. Also, ja. Die spielen es danach, müssen sich das dann auch so merken oder schreiben die heimlich mit? Je nachdem, jeder macht es anders. Ich möchte dazu nur sagen, dass von allen aktiven Musikern auf dieser Erde die Minderheit mit Noten arbeitet. Die meisten machen das mit Vorsingen, Nachsingen, Vorspielen, Nachsingen, Nachspielen. Mhm. Und vor dem 9. Jahrhundert gab es überhaupt keine Noten. Ach so. Aber Musik. Die gibt es schon immer. Ja. Wie ist das, wenn man jetzt da nochmal so ein Arrangement drauflegt auf so einen Text? Muss man da an die Erben nochmal ran und nochmal fragen, ob man das dann den Text zu seiner Musik nehmen darf? Oder, weil ist ja schon ein bisschen älter als 60 Jahre, die Musik. Ja, eben, die ist in dem Fall ja nicht mehr. Ne? Es ist nichts mehr. Also,
Also es ist ja gerade so gewünscht auch von Eister, dass wir die Sachen immer wieder spielen. Mhm. Und hier bei der Gottschies-Sache, da haben wir eben nur ein paar einzelne Fetzen reingetan oder so, den Sound, aber jetzt nicht ein Stück absolut nachgespielt. Ne? Aber da muss man ja, wenn man sowas dann live spielt, auch ganz schön üben, weil spielt sich ja also ein bisschen schwerer als in Anführungsstrichen nur Blues oder nur Rock'n'Roll. Da ist ja schon ein bisschen viel Instrument bei und viele Farben. Ja, kann ich nur bestätigen. Und da passt du auch immer auf, dass die das immer wieder so spielen oder gibt es da Freiräume für die Kollegen Musiker? Ich bin jedes Mal erstaunt, dass es besser klappt, als es vorher niedergemacht wird. So, man, das schaffen wir sowieso nicht so gut wie im Studio. Und dann schaffen wir es doch. Letzte Woche war auch wieder so ein Moment, wow. Ja. Ist ja freut auch, mich dann auch. Ja, wenn ihr auf der Straße spielt, dann ist es ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwer oder kompliziert mit der Lautstärke, also Straßenlärm, Trillerpfeifen, alles, was man so hat. Wie setzt man sich denn da so mit solcher Musik denn durch? Ja, aber ich wollte, habe noch eine Frage, bleibt man noch nicht wegrennen. Ja. Ich wollte noch was anderes sagen, und zwar... Ja. Wir sind ja fast die Einzigen, die immer auf der Straße Musik machen. Es gibt ja tausende von Musikern in Berlin. Aber es kann sein, dass demnächst auch ein paar tausende vielleicht Musik machen, weil es fliegen hier massenhaft Musiker aus ihren Proberäumen raus. Mhm. Weil ich gerade sehe, ein schönes Rockradio. Hier um die Ecke gibt es ja einen Proberaum, da heißt Rockhaus. Ja, die machen leider auch. 200 Bands, die rausfliegen. Dann Tempelhof gibt es so einen Betonbunker da, fliegen die auch raus. Und 15.000 Atelierwohnungen sind auf der Abschlussliste. Also vielleicht kommen noch mehr Musiker auf die Straße, weil sie vielleicht mal auch um ihre eigenen Interessen auf der Straße mal kämpfen. Das wäre mal meine Zukunftsvorstellung, dass wir nicht alleine als Musiker nur mal die Demonstration begleiten lassen und die anderen Musiker auch mal auf die Straße gehen. Das war jetzt für Radiohörer Jepp. Ja, muss ich ja für die Radiohörer immer sagen, die wissen natürlich jetzt nicht, wer da ist. Ja, aber vielleicht kannst du die Frage beantworten, du spielst ja das Schlagzeug, was hast du dann mit, wenn ihr auf der Straße, ihr bewegt euch ja, also ihr steht ja nicht an der Ecke, ihr lauft ja, wenn eine Demo ist, dann auch mit der Demo. Was hast du denn gibt ja so Leute, die haben dann Percussion um sich rangehangen, sieht das bei dir dann auch so aus? Genau, sieht auch so aus wie ein Weihnachtsbaum, also es hängt da so rum. Percussion, die man halt mittragen kann. Kommt es ja aus Brasilien. Die Brasilianer, die spielen ja immer auf der Straße mit Karneval. Und die Trommel ist eigentlich so eine brasilianische Trommel. Die habe ich halt noch ein bisschen erweitert. Gong genommen ist es bumm, zack, bumm, zack. Mehr braucht man aber auch auf der Straße. Schön laut. Ist sie laut? Laut ist auf der Straße nicht, aber hier drinnen wird es vielleicht laut. Hier brauchen wir es auch nicht so laut. Also wir schon, aber ein böser Nachbar, der will es nicht so laut. Für euch habe ich ja extra Zitronen mitgebracht, also das ist nicht so laut. So ein Schüttelei umgebaut. Das ist eine Zitrone. Schüttelzitrone. Ja, selbst, da kann man ja alles selber bauen. Also das. Darf ich noch was sagen? Ja, du darfst alles durchsetzen. Da muss ich eine Lanze brechen, nicht nur für Chappi, natürlich die Musiker, zum Beispiel auch Jörg, ganz toller Gitarrist. Richie ist unser heimliches Bandmitglied. Richie ist nämlich unser Verstärker. Der ist selbst gebaut. Und Richie ist einfach toll. Der ist laut, der ist schön, also schön gestaltet und hat eine gute Form und einen guten Klang. Das ist also unser Mittel, um uns da hörbar zu machen. Mhm. In der Vergangenheit, als wir noch jung und kräftig waren, sind wir auch mit den Demos mitgegangen. Jetzt haben wir eine andere Taktik. Wir machen am Anfang Musik. Ach so. Und trinken dann Kaffee und fahren dann dahin, wo die Demo aufhört. Und dann machen wir da wieder Musik. Das ist sehr erfolgreich. Da sehen uns und hören uns noch viel mehr Leute. Manchmal, zum Beispiel bei der großen Mieter-Demo, ist die ganze Mieter-Demo an uns vorbeigelaufen und hat uns gesehen. Das hat uns Freude bereitet. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, man muss sich denn so die Techniken so erarbeiten und sich anpassen. Sehr, sehr gut. Ja, finde ich gut, Karl. Ich habe noch eine Frage. Jetzt habe ich an den Arrangeur, jetzt habe ich den Namen schon wieder, entschuldige. Federico, du hast gesagt, du machst auch selber Musik. Wenn du jetzt hier nicht bist mit Nimmes, wo und was machst du da noch? Also, ihr werdet wahrscheinlich lachen. Ich singe in einem Kirchenchor mit. Nee, ich lache also gar nicht. Also im Kantatenchor Zeuthen singe ich mit. Der hat ein ziemlich hohes Niveau. Mhm. Und dann habe ich noch einen Chor Raduga, der einmal im Monat sich trifft. Ein Projektchor, internationale Lieder. Also denn Lieder aus Südafrika, zum Beispiel Lieder der Minenarbeiter oder gerade viel aus Südafrika. Dann eben vierstimmig gesetzt und
also Lieder, die vielleicht mal Kampflieder waren oder Liebeslieder oder sonstige Lieder aus Russland, aus Irland und die werden dann mehrstimmig gemacht und es macht auch ziemlich Spaß. Ja. Machst du außer Musik noch was anderes? Also Job? Also ja, ja, Musiklehrer. Ach so, du bist... Also ich arbeite in der Sonderschule, ja. Da ich ja wie üblich immer alles sehr spät angefangen habe. Also meine erste Mal Gitarre spielen war mit 20 Jahren. Ich war einfach kein Geld früher da für eine Ausbildung in meiner Familie, da war gar nichts. Da sagst du, was, du gleich selber Lehrer. Und da habe ich gesagt, dann bin ich halt Lehrer und dann nehme ich Musik und dann mache ich auch wirklich das Einfachste vom Einfachsten, also viel Trommelmusik und Singen. Singen und Trommeln kann nämlich jeder und das ist das eint die Leute auch und heilt auch. Ne? Was wird dann bei dir speziell im Musikunterricht, ich nehme mal an, es gibt ja so einen Standard-Musik-Lehrplan, aber da kann man ja bestimmt ein bisschen abweichen. Du hast du doch deine Freiräume auch. Also wenn man selbstbewusster Lehrer ist, kann man sehr doll vom abweichen, weil die Lehrpläne in den meisten Fällen schlecht sind. Aber so schlecht wie die Mathematik-Lehrpläne in Berlin sind die Musik-Lehrpläne nicht. Karl guckt etwas. Er kann gleich was zu sagen. Ja, und streust du auch so mal eure Sachen so ein hier? Ach, das geht von alleine. Jetzt wollen sie alle Bella Ciao singen, die Schüler, weil sie da irgendwann mitgekriegt haben. Da komme ich gar nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, das ist doch schön. Schönen Dank. Erstmal auch, dass du heute gekommen bist. Aber ich habe, nur, es kommt darauf an, ich habe auch sehr nette Kollegen, die auch gewerkschaftlich interessiert sind. Und denn, wenn ich da ein bestimmtes Lied habe, dann auch textlich Geschichtsunterricht oder sowas dann auch beisteuern. Das finde ich also sehr gut. Ja. Also da auch ein Lob an die vielen Lehrer in Berlin, die trotz der schlechten Lehrpläne so einen guten Unterricht machen. Schlechten Bezahlung dann noch, ja. Oh. Schön. Einen frechen Applaus. Hey, Fuchs. Danke. So. Jeb, komm noch mal bitte. Ja, wir machen gleich. Du, Schlagzeug, also Percussion, spielst du auch an dich natürlich die Frage, wo kommst du her musikalisch? Immer schon Musik gemacht oder welches Musikinstrument? Ich habe schon alle möglichen Sachen gespielt, aber sagen wir mal, bei Nümme Straßenrock ist eigentlich der Anlass gewesen, Tonsteine Scherben. Ah. Als ich ungefähr 72, die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, 1972, ja, ja. Nach Berlin kam, oder 71, 72, da kam bei den damals langweiligen Demonstrationen, also am 1. Mai, kam ein Lastwagen entgegen und dachte ich, hallo, was ist das denn? Und dann hörte ich, was wir auch nachher spielen werden, ein Solidaritätslied von Tonsteine Scherben. Mhm. Und da dachte ich, hallo, das ist genau richtig. Ja. So muss die Musik heute sein. Also 72, ja, das haben wir schon eine Weile her. Aber ist ja schon eine Weile her. Also Rockmusik mit politischem Anspruch, so, das ist eigentlich das, was ich ganz gut fand. Ja. Die Richtung. Und seitdem machst du diese Art Musik oder andere Sachen auch noch? Wir spielen, also der Gitarrist Jörg, der hat sie versteckt. Und ich, wir spielen noch in einer Soul- und Funkband. Wie heißt die? Beyond the Lines. Und genau, wir spielen praktisch in zwei Bands. Ja. Das eine ist mehr so zum Tanzen und das hier ist mehr für die Straße. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass eure Musik, also Nümmes, hat jemand geschrieben auf eurer Webseite, die ist auch tanzbar. Ja, also ist ja dann auch Tanzmusik. Also jetzt natürlich in dem Sinne nicht Tanzmusik, aber man kann damit, also eigentlich kann man wahrscheinlich sich nach jeder Musik bewegen, muss es nur wollen, denke ich mal. Sage ich als Nicht-Tänzer, also vorsichtig. Ja, schönen Dank, dass du heute gekommen bist, heute mit Percussion. Und es gibt auch mal einen Kraftdenk-Applaus nochmal. Hey, Fuchs. Karl, wir spielen mal eine weitere Musik, damit wir hier durch das Mitbringen Musik durchkommen. Du hast jetzt, oder ihr habt was ausgesucht? Gianni, kann ich kurz was dazu sagen? Ein kurdisches Lied. Wir haben uns gute Beziehungen und mit dem kurdischen Befreiungskampf in Nordsyrien, zum Beispiel in Rojava. Und Gianni ist praktisch ein kurdisches Volkslied. Es ist ein Liebeslied, ein Kampflied und ein Tanzlied. Gianni. Und das habe ich mit kurdischen Freunden zusammen versucht, ins Deutsche zu übertragen. Übersetzen kann man das gar nicht so einfach. Und es ist ein Renner. Und das hat zum Beispiel auf unserer CD dann ein kurdischer Kinderchor, die sind etwa mit 100 Kindern, singen das auch mit uns gemeinsam auf der CD. Und ich fand das eigentlich, also ist herzergreifend, wenn man diese Kinder sieht, die aus dem Kriegsgebiet Nordsyrien kommen und dann hier traumatisiert, und aber hier auch ihre Kultur weiterpflegen und wir uns mit dieser
kämpferischen, internationalistischen Kultur verbinden. Gianni heißt Seele. Nüme Straßenrock war das und das war jetzt ein Song, ein kurdischer Song. Und Nymes Straßenrock heute zu Gast in und aus Speichers Rock- und Blues-Kneipe. Da hast du mir ja gerade noch das Stichwort gegeben. Du hast es ja auch schon erwähnt. Man kann es auch nachlesen. Ihr habt auch Kontakte zu türkischen und, wo war das noch? Thailändischen. Nee, nicht Thailand. Philippinischen. Kontakte. Ihr seid auch in Istanbul schon aufgetreten? Genau, ja. Ist er mit dem Song ist nicht ein bisschen gefährlich dann? Nicht jetzt mit diesem, da gab es den Song noch nicht, aber da sind wir aufgetreten, zum Beispiel mit George Bush, We Will Stop You damals. Das war in einem riesen Amphitheater, da haben uns eine linke sozialistische Partei eingeladen nach Istanbul und das war ein irres Erlebnis. Also das Schönste war, wir haben zum Beispiel George Bush, We Will Stop You, ja, nach der Melodie, kennt ihr alle, bum, bum, zack, ne? Und dann war die Situation die, unten aus dem Publikum, da war ein hauptsächlich junges Publikum, kam einer mit einer roten Fahne nach oben auf die Bühne, überreichte mir die rote Fahne, ich stand jetzt da, was soll ich jetzt mit der Fahne hier machen? Hab die ein bisschen geschwenkt und wir haben weitergesungen, alle Leute haben da mitgesungen. Und dann bin ich wieder zurück und habe die Fahne dem türkischen und kurdischen Freunden wieder zurückgegeben. Und das war ein tolles Erlebnis im Freilichttheater, ein altes Amphitheater, also noch aus griechischen Zeiten und so weiter. Ja, wir sind solidarisch mit allen kämpferischen Völkern oder Bewegungen in der Welt und so weiter. Auch auf den Philippinen haben wir Kontakte oder auch hier in Berlin dann Kontakte mit Musikern, die teilweise mit uns zusammen, auch aus Chile, Nicolas Mikia beispielsweise oder Twin Moy, die auch heute hier ist, als Deutsch-Kubanerin. Wir sind da offen und nicht hier wie die AfD hier Nationalismus predigt und so weiter. Menschenskinder, wir müssen doch die Kulturen der Welt, wenn die sich verschmelzen, im fortschrittlichen Sinne, nicht die reaktionäre Teil der Kultur, die brauchen wir nicht, aber der fortschrittliche Teil der Kulturen muss gemeinsam erklingen. Ja. Das geht in euren Texten auch hervor. Du hast ja gerade nochmal diesen Text erwähnt hier. Aber jetzt könnt ihr damit nicht mehr in die Türkei fahren, ne? Mit dem kurdischen Song. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen gefährlich. Ja, das glaube ich. Würde ich auch lieber lassen. Also zur Zeit, wo dieser Irre da an der Macht ist, da würde ich auch nicht mehr hinfahren. Wo hat es denn euch aber noch so hingetrieben? Also das ja gesagt, in Istanbul schon. Wo tretet ihr sonst auf? Wie weit geht so euer Einzugsbereich, also Berlin, auch andere Städte? Ja, wir machen auch, wenn wir eingeladen werden, beispielsweise unser nächster größerer Auftritt in Thüringen, in Truckental, da ist ein internationales Pfingstjugendtreffen über Pfingsten. Da sind Jugendliche und Leute aus der ganzen Welt. Da machen wir zum Beispiel, oder ich mache da ein Kinderliederkonzert, Mitmach-Kinderliederkonzert. Und die Band macht ein Konzert unter dem Motto Revolution is in the air. Das also schon die nächsten Aktivitäten dann von euch. Ihr habt gerade in Thüringen. Ne? Ja, das ist ja dann auch ein heißes Pflaster da unten, ne? Nein, sehr kühl ist dieses Tal in Truckental und die rote Fahne weht da und ganz trotzig und gegen diese faschistischen Einflüsse müssen wir genau dahin. Ja, das ist auch richtig so. Das hat keinen Zweck, sich zu verkriechen, aber es ist natürlich auch sehr mutig. Gibt es ja auch etliche andere Leute, die da gegen ankämpfen. Strom und Wasser, sagt euch das? Ja, genau. Die waren auch in Truckental mit uns zusammen. Eine Million gegen rechts, um das nochmal zu erwähnen, um das nochmal in Erinnerung zu bringen. Ja, da gibt es ja zum Glück viele, viele, viele Leute, die das machen. Von wem werdet ihr denn eingeladen? Bietet ihr euch an? Sagt ihr, wir haben das und das Programm? Man kennt euch ja wahrscheinlich auch mittlerweile schon, nicht? Ja, also klar. Eingeladen, wir bieten uns an, beides ist natürlich, von wem werden wir eingeladen, beispielsweise hier von der internationalistischen Liste, jetzt am Samstag werden wir da hier in Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee, 13 Uhr, Schönhauser Allee, S-Bahnhof, da machen wir auf der Straße auch ein bisschen Musik für die internationalistische Liste, zum Beispiel. Ich bin GEW-Mitglied, die GEW hat uns eingeladen, öfter IG Metall auch in der Vergangenheit. Ja,
A100 Stoppenbewegung beispielsweise und so weiter und so fort. Gibt es da auch also Reaktionen auf Texte? Gab es da auch schon leider negative Reaktionen mal auf eure Texte? Ja, insofern, also ich bin ja Lehrer an der Grundschule und es hat 2 Jahre ein regelrechtes Mobbing, politisches, antikommunistisches Mobbing von einem Herrn der Handwerkskammer gegeben, der so eine dicke Akte hat er dann aus dem Verfassungsschutz und was weiß ich, wo er das alles her und dann zum Schulrat und so weiter. Ich würde die Kinder, wie heißt das, instrumentalisieren. Jawohl, ich instrumentalisiere die Kinder. Sie kriegen ihre Instrumente in die Hand und ihre Stimme soll sich entwickeln. Sie sollen ihre Instrumente lautstark gegen die Umweltverseuchung und faschistische. Ja, und das hat 2 Jahre lang gedauert, aber wir haben diesen Angriff sehr erfolgreich zurückgeschlagen. Er hat nachher sein Kind von der Schule abgemeldet und hat einen Schwanz eingekniffen und so weiter. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mich voll unterstützt und auch die meisten Eltern und Lehrer. Und da bin ich sehr stolz drauf. Natürlich gibt es, wer hier, sagen wir mal, links und radikal grundsätzlich die Gesellschaft verändern will. Natürlich gibt es da immer Gegenwind, aber das macht uns stark und nicht schwach. Ja, die werden ja auch meistens, wenn es dann nicht mehr geht, versucht zu kriminalisieren. Ja, dann, nicht? Meistens, also gerade die linke Bewegung, das ist natürlich dann doof. Scheiße ist das einfach. Aber dann, wenn sich die Leute nicht mehr wissen, wie sich gegen die Argumente zu wehren, dann wird es eben kriminalisiert, einfach. Ja. Darum mit den Texten, seid ihr da auch so, ich sage, passt ihr da auch so ein bisschen auf, doch die Schere im Kopf, bestimmte Sachen nicht zu singen? Oder singt ihr so, ich sage jetzt mal, wie die Wut und der Schnabel gewachsen ist? Nein, nicht wie der Schnabel oder die Wut oder so, sondern also für mich wird es zunehmend ein intensiverer Prozess der Auseinandersetzung. Lieder dauern immer länger, bis sie richtig so ausgefeilt sind. Oder manche werden auch immer wieder überarbeitet, aktualisiert und so weiter. Und da ist viel, viel, sagen wir mal, gedankliche Arbeit und auch Diskussion in der Band, wo dann häufig der Name kommt, hey, das ist doch Schrott, was du da sagst oder was du da schreibst und singst. Das muss man, nein, nicht die Schere im Kopf in der Richtung, dass wir hier die herrschende Meinung, nicht in dem Sinne, aber wir wollen ja wirksam sein, wir wollen ja verständlich sein, auf der Straße verständlich sein, ist eine besondere Anforderung. Das ist, da kommen Leute vorbei, die nicht unserer politischen Auffassung sind und die wollen wir ja anregen. Ey, bleibt stehen, hör mal zu und organisiert euch, macht mit und wehrt euch, kämpft für eine Zukunft. Ja, also die Leute ansprechen, natürlich ist ja immer das Wichtigste, die sowieso die Meinung haben, den braucht man nicht unbedingt. Natürlich den Mut machen, Argumente geben, klar, aber natürlich auch die Leute ansprechen, die man ja für sich gewinnen will. Genau. Ist da dann, also ich kenne jetzt nicht alle eure Texte, aber würdest du sagen, mehr aggressiver Wut und Beschimpfung oder Bitten und, wie soll man sagen, Bitten und erklärenderweise? Nein, die besten Lieder, die am besten wirken, sind humorvolle, attackierende Lieder. Also vorhin haben wir, nachher werdet ihr zum Beispiel das Wurmlied hören, oder Feuer unterm Dach im Bundestag, die sind sowohl kämpferisch, aber auch satirisch gegen die Herrschenden und die kommen immer am besten an. Wir hören mal noch einen weiteren Song, dann wollen wir noch mal eine kurze Runde machen und danach spielt ihr dann. Mhm. Wir wollen ja noch mal mit Micha auch noch mal sprechen. Ja. Welchen hören wir jetzt? Der Wind kennt keine Grenzen. Das Lied habe ich persönlich so ein bisschen diesem internationalistischen Bündnis gewidmet. Dieses internationalistische Bündnis sind 38 Organisationen, die sich da zusammengeschlossen haben, auch revolutionäre Organisationen wie die MLPD, Palästinenser und so weiter. Und Lenin sagte mal, Nationalismus ist nur Egoismus im Großen. Das finde ich klasse. Und dieses Lied könnt ihr auch in YouTube hören und sehen. YouTube. Schreibt einfach rein, der Wind kennt keine Grenzen, dummes, dann hört ihr dieses Lied. Was wir auch mit verschiedenen, da singen auch hier zum Beispiel eine Bekannte von uns, die aus den USA kommt, Nicolas Miquel, ein chilenischer Sänger und Komponist und ein Flüchtling aus Kamerun und ein Flüchtling aus Kurdistan, die singen alle damit. Der Wind kennt keine Grenzen. 3 CDs rausgebracht? Ja, 3
bessere CDs, die man jetzt noch verkaufen kann. Bessere? Nicht alle. Ja. Die sind heute auch, ihr habt auch mit heute CDs? Also ja, genau. Hm. Hier heute jemand eine mitnehmen möchte, kann das gerne tun. Sonst auf der Straße heute mal in Speichers Rock und Blues-Kneipe in kleiner Räumlichkeit. Karl, 82 bist du nach Berlin gekommen? Wann? Seit nee, 92. Und seit wann gibt es jetzt die Truppe, mit der ihr jetzt unterwegs seid? Ich glaube, Chappy müsste es vielleicht 93, 94 fing das mit Chappy und mir an und dann kam der Jörg dazu, der heute noch dabei ist und dann haben wir uns weiterentwickelt. Einer, der heute auch bei ist, dann ist er das jüngste Mitglied, Micha? Nee, das stimmt nicht ganz. Ich bin nur das zweitjüngste Mitglied. Das war, ach, der hat heute Geburtstag. Ja, auch noch ja. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mensch, da bekommst du heute jetzt zum Geburtstag. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man zum Geburtstag als Geschenk kriegt, dass man auch noch vor Leuten auftreten kann und auch noch im Radio gehört wird, das ist doch ein Geburtstagsgeschenk und kein Grund, einfach wegzubleiben. Ja, das gibt einen kräftigen Applaus. Hey, Fuchs. Micha, du spielst den Bass. Ja. Ein Bass auf der Straße muss ja auch verstärkt sein. Hast du einen Kontrabass auf der Straße? Nee, wir spielen ja eben halt über unseren Ritchie und Ritchie. Da ist ein Mischpult dran und da also, kann man E-Gitarre und Bass alles verstärken. Und kann man richtig gut laut machen. Ja, dann. Natürlich, das reicht vollkommen aus. Wie lange spielst du schon Bass? Mit dem Bass habe ich eigentlich erst ein bisschen später angefangen. Den spiele ich erst seit 2004. Ich habe vorher schon immer Gitarre gespielt, so seitdem ich 15 bin. Habe auch früher mal Straßenmusik gemacht. Und mein Metier waren eben halt hauptsächlich so Protestsongs, weil ich fand schon immer schlecht, was so in der Welt ablief. Und dagegen musste man irgendwie seine Stimme erheben. Dann war ich jahrelang so gesehen ruhig und dann habe ich eben halt zufällig Nimmes getroffen. Und da fehlte ein Bassist und da habe ich mich angeboten, wurde angenommen und mir macht es jetzt richtig Spaß mit der Gruppe. Wo hast du sie getroffen? Auf der Straße? Ja, ja. Also ich kann es sogar genau sagen, das war nämlich am Hermannplatz. Und das war eben halt vor 2 Jahren im Wahlkampf. Und also wie gesagt, seitdem bin ich eben halt bei und versuche eben halt da immer besser zu werden. Hin und wieder kann ich auch mal irgendwelche Sachen mitfeilen, so wie zum Beispiel letztes Jahr, als wir zum Hambacher Forst gefahren sind, der Karl und ich, da haben wir eben halt noch einen Song zurechtgefeilt, bis er wirklich stimmte. Und es war ein tolles Erlebnis da mit den vielen Leuten und war zwar ein bisschen anstrengend, aber trotzdem, es macht einfach Spaß und ich nehme mir gerne dann die Zeit dafür. Da ging es ja auch richtig zur Sache, denn noch habt ihr euch da ein bisschen dann abseits dann gehalten oder mit den Instrumenten? Ist ja ein bisschen cool. Nee, also als wir da waren, da war ja schon alles erlaubt da gab es überhaupt keine Probleme und deswegen brauchten wir uns da auch gar keine Sorgen zu machen. Wenn ihr bei Demos spielt oder so, gibt es da nochmal eine Sondergenehmigung dann? Muss man das aber mit der Polizei absprechen oder mit den Verantwortlichen? Nö, in der Regel nicht. Eine Demo ist ja angemeldet von irgendjemand und wir kommen dann dazu und dann sind wir einfach da. Wir brauchen da nichts jetzt anzumelden. Micha ist noch mit für die Technik verantwortlich. Also muss immer aufpassen, dass alle Kabel da sind, alle die Batterien auf Ersatzbatterien da sind. Wie ist es? Fehlt immer irgendwas? Ich bin eben halt in dem Sinne ein bisschen übervorsichtig. Ich habe eben halt lieber ein Kabel zu viel als ein Kabel zu wenig bei. Und deswegen hat meistens alles geklappt, aber es gab eben halt auch schon mal technische Probleme, dass wir mal nicht spielen konnten. Wie ist das mit dem Verstärker? Der wird mit Autobatterie betrieben dann? Oder? Nicht direkt Autobatterien, aber eben halt Akkus. Akkus, also Akkus. Ja. Weil Autobatterien, die sind ja so gesehen problematischer, weil da Flüssigkeit drin ist und da ist das ja nicht so leicht transportierbar. Wenn man es kippt oder so, läuft das vielleicht aus. Das geht natürlich nicht, sind Trockenzellen. Gibt es ja Aggregate denn heute, die man mitnehmen kann? Denn? Naja, aber Aggregate machen meistens Krach und Akkus sind leise. Ja, das ist natürlich klar. Und wie viel habt ihr da mit? Ich meine, weiß man dann, wie lange man spielt? 2 Stunden? Wie viele Akkus werden eingepackt denn? Nee, die Akkus, die sind fest eingebaut. So. Das Gerät wird aufgeladen. Und ich weiß jetzt nicht, 3 oder 4 Stunden reicht das meistens. Also jetzt Verstärker, Mischpult, alles zusammen. Alles zusammen. Habt ihr das dann alles in einem Koffer oder
mehreren Na, das ist, das ist im Prinzip ein kleiner Wagen, den man durch die Gegend ziehen kann. Ja. Also alles sehr, sehr praktisch aufgebaut. Ein Fahrradanhänger. Ah ja, das ist ein Fahrradanhänger. Ja, ja, Micha, schönen Dank auch, dass du heute, hatte ich ja schon gesagt, zum Geburtstag heute auch noch hergekommen bist. Und heute, ihr werdet gleich spielen. Es gibt nochmal einen Applaus für Micha. Hey, Fuchs. Danke. Ja, Karl, bevor ihr dann auf die Bühne geht, nochmal zu den CDs. 3 CDs sind jetzt raus. Wie sieht die Planung aus? Weitere CDs? Wie sieht die also eine CD ist noch nicht konkret in Planung. Aber ich weiß nicht, gar nicht, habe ich jetzt nicht abgesprochen mit der Band, ob ich das öffentlich sagen darf. Ich sage es einfach mal. Falls die Aufnahme heute hier unseren Qualitätsansprüchen entspricht, ja, würden wir das gerne als erste Live-CD herausbringen. Oh, Roman. Mal also sehen. Also wir werden also wir uns anstrengen. So viele Spuren mit, wie es geht. Machst du denn das Mikro auch noch hier mit zum machst du eins für die Atmo dann auch noch mit? Ja, okay. Dann haben wir noch ein bisschen, dass nicht so trocken ist. Karl, so viel, ihr macht so viele Sachen, kann man alles nachlesen. Du hast ja die Kindermusik, Kinderlieder haben wir jetzt fast gar nicht angesprochen. Die Zeit rennt ja auch schon wieder, ihr wollt ja auch noch live spielen. Kann man alles nachlesen, nimmes.de. Haben wir denn jetzt noch was Wichtiges, wo du sagst, Mensch, darüber haben wir gar nicht geredet. Haben wir denn jetzt was vergessen? Bestimmt aus den vielen Sachen, die ihr gemacht habt, sicherlich. Aber so, wo du sagst, Mensch, das hättest du aber mal fragen können. Also nee, ich denke, einige Sachen sagen wir auch in der Moderation zu unseren Liedern. Also das gehört zu unseren Liedern auch immer dazu, auch auf der Straße, dass wir immer versuchen, sagen wir mal vom Bewusstseinsstand der Menschen, zu denen wir sprechen oder singen, auch eine Verbindung zu dem jeweiligen Lied zu bringen und vielleicht kommt das andere. Also mir fällt eigentlich, du hast es sehr gut gemacht, also die richtigen, wichtigen Sachen angesprochen. Ich danke dir dafür. Ja, klar, danke, dass ihr heute da wart oder da seid. Ihr geht ja noch nicht nach Hause, um Gottes Willen. Jetzt spielen wir noch einen Song von der Konserve und dann sammelt ihr euch auf der Bühne und dann. Ja. Wie? Wissen? Genau, dann sammeln wir uns auf der Bühne, genau. Ich weiß jetzt nicht, was Roman mir sagen will. Ja? 20 Uhr ist nicht Schluss. Also, ach so. Heute werden wir ein bisschen länger machen, Roman. Wir müssen aber die Fenster noch oben zumachen. Der Nachbar, der soll zwar gute Musik hören, aber er will keine gute Musik hören. Gut, wir hören jetzt noch einen weiteren Song: Tornado. Ja, der ist ein älterer Song von uns, also typischer Straßenrocksong. Der ist entstanden damals, als der erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg von deutschem Boden wieder ausgegangen ist, nämlich der Jugoslawienkrieg, Tornados in Jugoslawien. Und das Desaster hat uns wer beschert? Ihr wisst es alle, rot-grüne Bundesregierung. Die sind als Pazifisten da aufgetreten und Antifaschisten und haben den Krieg vom Zaun. Und was haben wir heute? Chaos. Und ja, das ist Tornado. Jetzt ist es soweit. Heute zum ersten Mal live in und aus Speichers Rock und Boostkneipe. Nymes Straßenrock aus Berlin. Und es gibt nochmal einen kräftigen Applaus. Hey, Fuchs. Stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Steht auf zum Widerstand. Steht auf zur Rebellion. Ja, das ist die Erkennungsmelodie auf den Straßen von Berlin und anderswo von Nymes Straßenrock aus Berlin. Wir spielen und singen Lieder aus dem Leben für ein besseres Leben. One, two, three, four. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Steht auf. Auf zum Widerstand. Steht auf. Auf zur Rebellion.
ob auf der bundesweiten Montagsdemo gegen die Hartz-IV-Armutsgesetze, bei der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo, gegen die A100 oder bei Blockaden gegen Faschisten, beim Charité-Streik oder jetzt aktuell Hands off Venezuela. Nummes Straßenrock ruft euch auf. Protestiert nicht nur, demonstriert nicht nur, unterschreibt nicht nur irgendwie und denkt nicht, dass durch Facebook oder durch Internet hier irgendwas passiert. Organisiert euch. Organisiert sind wir unausstehlich. Last time, come on. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Steht auf, auf zum Widerstand. Steht auf, auf zur Rebellion. Auf zur Rebellion. Auf zur Rebellion. Da ist doch der Wurm drin, oder? In diesem ganzen kapitalistischen System, oder? Was meint ihr? Da ist der Wurm drin. Friede, Freude, Eierkuchen, kannst du mit der Lupe suchen. Grenzenlose Freiheit gerne. Für Börsen, Zocker und Konzerne. Die Freiheit, arbeitslos zu sein. Oder aber superreich zu sein. In dieser Freiheit steckt der Wurm drin. Der Wurm hat da keinen Sinn. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ne Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ne Wurmkuh hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Denn die Herren im Nadelstreifen wollen die ganze Welt umgreifen. Für die Beherrschung dieser Welt brauchen die Herren unser Geld. Sparen nennt man sowas heute, so verkohlt man heute die Leute. Da guckt man hin, steckt da der Wurm drin. Der Wurm hat da keinen Sinn, oder? Ja! Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Der Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Der Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Es ist so schwer, heute zu regieren. Denn alle kann man ja nicht schmierigen. Umweltverbrecher füllen die Taschen und ihre Hände grün gewaschen. Doch diesen dicken, fetten Maden wollen die Leute an den Kragen. Mit der Natur in Einklang bleiben geht nur, wenn wir die Herren vertreiben, oder? Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ne Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin.
der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Kapital agiert global. Sie haben das Geld, wir haben die Qual. Man sagt, du hast die Wahl. Die Qual der Wahl wird Wahl der Qual. In dem Problem steckt auch die Lösung drin. Und die heißt Sozialismus, das macht Sinn. Ich denke, ihr ahnt das vielleicht schon. Da hilft nur Revolution, denn ja, da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Der Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Der Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Oder was meint ihr? Das folgende Lied habe ich aus den Philippinen mitgebracht. Turbankinder, das sind Kinder, die haben dieses Lied gesungen, als ich auf den Philippinen war. Da geht es um Goldtagebau auf den Philippinen. Das ist ein Raubbau, unsäglich an der Natur. Die Berge sind kahl nachher, alles kaputt und verseucht, vergiftet. Und diese Turbankinder haben mit der ländlichen Bevölkerung, Arbeitern, Bauern, es erreicht in der Nähe von Baguio, diesen Goldtagebau zu stoppen. Das war aber ein langwieriger, jahrelanger Kampf, der auch Tote produziert hat von Seiten der Herrschenden. Und dieses schöne Lied habe ich versucht ins Deutsche zu übertragen, die Turbankinder, denn wir machen auch Kinderlieder. Wälder, Flüsse, Seen, Land aus Gold, auf dem wir stehen. Spendet uns den Reis, den Fisch, deckt das Haus und auch den Tisch. Wir sind Kinder, sind die Turbankinder, in den Cordilleras leben wir. Wir sind Kinder, sind die Turbankinder, in den Cordilleras leben wir. Ella, 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 Ella. Berge, Wälder, hast du gehört? Werden von gierigen Händen zerstört. Gold wollen sie in großer Zahl und fressen unsere Berge kahl. Wir sind Kinder, sind die Turbankinder, in den Cordilleras sterben wir. Wir sind Kinder, sind die Turbankinder, in den Cordilleras sterben wir. Ella, 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 ella,
Wälder, Flüsse, Seen, Land aus Gold, auf dem wir stehen. Barrikaden bilden wir, schützen Natur und Mensch und Tier. Wir sind Kinder, sind die Toban-Kinder, in den Cordilleras kämpfen wir. Wir sind Kinder, sind die Toban-Kinder, in den Cordilleras kämpfen wir. Ella, 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 Ella. Dankeschön! Nimmes Straßenrock aus Berlin. Ein Song aus den Straßen von Berlin kommt jetzt. Aber seid ein bisschen vorsichtig. Seid ein bisschen vorsichtig. Der thüringische Landesvorsitzende der SPD sagte damals 2004, als Schröder und Fischer da mit der Agenda 2010 durch die Lande zogen, da ist Feuer unterm Dach der SPD. Die Leute laufen der SPD weg. Wir dachten, das Lied brauchen wir nicht mehr zu singen, aber jedes Jahr haben wir wieder 1000 Gründe, das Lied zu singen und heutzutage sogar das Feuer ist übergesprungen von der SPD auf den ganzen Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach im Bundestag. Sind aufgeregt. Schröder und Fischer haben den Brand gelegt. Sie machten mit Agenda 2010, dass Profite explodieren und Löhne baden gehen. Jetzt zündelt auch die CSU. Feuer bricht aus, oh jo jo jo. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach. Feuer unterm Dach im Bundestag. Wenn ich Scholz neben Merkel sehe, halte ich die Hand auf mein Portemonnaie. Internationale Monopole plündern den Staat, fressen unsere Kohle. Gerechtigkeit im Kapitalismus ist Betrug. Von dieser Räuberbande haben wir genug. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag.
Klimaschutzmysterium legt fleißig Feuer um Deutschland herum, jagt Geflüchtete ins Elend zurück und ist mit Merkel und Scholz nach rechts gerückt. Es qualmt und stinkt unterm Kuppeldach, jetzt jeden Tag im Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Eine aktuelle Strophe. Deutsche Wohnen und Vonovia, Staat und Immobilienmafia profitieren vom Privatisieren, weshalb wir heute hier demonstrieren. Rot-Rot-Grün zündete die Mietenexplosion, das fordert uns heraus zur Rebellion. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach. Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Ich kann das kleinere Übel nicht mehr sehen. Wir müssen dem Übel an die Wurzel gehen. Kapitalismus, ein todkranker Gaul. Komm, steh auf und sei nicht faul. Organisier dich und werde Rebell. Sozialismus, kein utopisches Modell. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Da ist Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach, Feuer unterm Dach im Bundestag. Wow. An dieser Stelle heiß hier geworden. An dieser Stelle ist schon sehr früh schon Zeit für einen Epilog. Frei, sehr frei nach Bertolt Brecht. Die gute alte Mutter SPD führte drei große Koalitionen. Sie war angeschlagen nach der ersten, schwer ramponiert nach der zweiten, nicht mehr auffindbar nach der dritten. Ja, ein besonderer Titel der Nümmes Band. Ich glaube, dieser Song fasst sehr gut zusammen, was wir wollen. Wir wollen Lieder machen aus dem Leben für ein besseres Leben. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Das Leben ist hart. Wir spüren die Erde beben und berühren uns zart. Doch was wir täglich durchleben, gibt auch uns die Kraft, stolz den Kopf zu erheben. Nur so wird Neues geschafft. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Wer den Blick hebt,
kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Im Kreis, weil jeder mit sich zu tun hat, so läuft das Laufrad heiß. Doch was wir täglich durchleben, hebt uns auch die Kraft. Stolz den Kopf zu erheben, nur so wird Neues geschafft. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Das ist Jörg an der Gitarre. Durchleben gibt uns auch die Kraft, stolz den Kopf zu erheben, nur so wird Neues geschafft. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Und alle! Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Ihr hört hier Nümmes Straßenrock im Rockradio und wir bedanken uns natürlich auch fürs Rockradio und den Klaus hier und den Ingo, die uns eingeladen haben. Der nächste Song folgt auf dem Fuße. Ihr kennt Merkel? Nein. Ja. Ihr kennt Krampf Knarrenbauer? Ihr kennt Obama, ja. Erdogan, ja. Stop, hier kommt Trump.
Lassen wir ihn rein? Nein. Stop, Trump! Stop, Trump! Stop, Trump! Stop, Trump! Donald gibt sich knackig, hart wie Stahl. Und trampelt auf die Kleinen für das Wall Street Kapital. Er mähmt den Brüller gegen das Establishment. Ist doch selber Immobilienhai und dekadent. Jeder kennt ihn, jeder nennt ihn. In den Medien ist er vorn. Wer erkennt, wer er wirklich ist, wird rot vor Zorn. Was tun? Es gibt nur eins, Freunde. One, two, three, stop, Trump! Stop Trump! Stop Trump! Gefährlich und krank! Stop Trump! Stop Trump! Wo die trampeln, stirbt das Leben, weil es Blutsauger sind. Sie kennen keine Fakten, geben Äxte und Rückenwind. Social Bots liken ihn. Maschinen sind ja dumm. Nazis jodeln, wenn er twittert, in der ganzen Welt herum. Weltweit wachen Menschen auf und gehen in Massen, wie schon lange nicht mehr, gegen Trump auf die Straßen. Ach, baut doch eine Mauer um diesen Typ. Solo. One, two, three, stop Trump! Stop Trump! Stop Trump! Stop Trump! Gefährlich und krank! Erdogan und Bolso finden Donald geil. Merkel sagt willkommen und tut das Gegenteil. Der Globus quietscht und eiert, die alte Ordnung kracht. Neue Imperien streben nach Weltmacht. Es rettet uns kein höheres Wesen. Kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir noch selber tun. Oder? One, two, three, stop, Trump! Stop, Trump! Stop, Trump! Gefährlich und krank! Stop, Trump! Stop, Trump! Stop, Trump! Stop! Vieles, was ist zu stoppen gilt. Aber wer soll das stoppen? Wer soll das stoppen? Wer soll das stoppen? Das Einheitsfrontlied von Brecht und Eisler singen wir aus folgendem Grunde. Nimmes Straßenrock hat diskutiert und beschlossen, dass wir jetzt uns hier positionieren für die internationalistische Liste MLPD. Warum? Dieses internationalistische Bündnis, was dahinter steht, besteht aus 38 Organisationen. Das ist mal ein neues Projekt, wo sich linke, fortschrittliche und revolutionäre Organisationen zusammenschließen und sich nicht gegenseitig ständig bekriegen. Einheitsfrontlied in diesem Sinne. Lasst uns die Fragen in den Mittelpunkt stellen, wo wir uns einig sind, und nicht ständig die Fragen, wo wir uns uneinig sind. Und außerdem, es ist ein deutsches Volkslied. Oh. Singt bitte mit, wenn ihr könnt. Danke. Und weil der Mensch ein Mensch ist, dann braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht, auch kein Essen mehr. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleider und Schuhe. Es hält ihn kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er die Natur, bitte sehr. Ohne Luft, ohne Wasser, ohne Mutter Erde gibt es den Mensch nicht mehr. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er eine Wohnung, bitteschön. Wohnen ist ein Menschenrecht, für das wir auf die Straße gehen. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Danke, danke. Mille grazie. Muchas gracias. Bei zahlreichen antifaschistischen Aktionen in der Bundesrepublik, speziell in Berlin, auch bei Blockaden gegen Faschisten, war die Nimes Band dabei. Das folgende Lied heißt No Pasaran. No Pasaran ist eine Losung aus dem spanischen Bürgerkrieg gegen den Franco-Faschismus. Und das heißt, sie kommen nicht durch. Wir haben das übertragen auf unsere Verhältnisse hier. No Pasaran. Und ich möchte darauf hinweisen, an den Plakaten dieser verschiedenen Parteien, die hier Europa oder Europäische Union so in den Himmel heben. Frieden, Europa ist die Antwort. Arbeitslosigkeit, Europa ist die Antwort. Faschismus. Europa ist die Antwort. Europa ist die Antwort, aha. Ja. Guckt euch die Plakate an, da ist ein Plakat. Verbot aller faschistischen Organisationen. Das wäre doch mal was für Europa. No Pasaran! Nazis, verpisst euch! Wir haben euch satt! Habt ihr nicht genug, denkt nur an Stalingrad! Ihr kommt nicht durch! No! No Pasaran! An
Antikommunismus und Rassenhass hält uns niemals auf. Versteht ihr das? Ihr kommt nicht durch. No, no passo ran. No passo ran. No passo ran. No. Ihr Faschisten kommt nicht durch. Menschen aller Farben schließen sich zusammen zur Blockade gegen euren braunen Schlamm. Ihr kommt nicht durch. No, no passaran. Erdogan im Größenwahn. Der IS und Taliban. Pegida und NPD. Mit Nadelstreifen AfD. No! No passaran. No passaran. No passaran. No. Ihr Faschisten kommt nicht durch. Maske euch versteckt. Das ist egal. Ihr seid Kettenhunde für das Kapital. Ihr kommt nicht durch. No, no passaran. No passaran. No passaran. Ihr Faschisten kommt nicht durch. Ja, die letzte Strophe muss ich mal ein bisschen erläutern. Ihr kennt Bachmann. Ist egal, wenn er nicht kennt. Aber Bachmann ist einer der Erfinder der Pegida-Bewegung. Bachmann ist amtlich verbrieft ein krimineller Wurstverkäufer. Wir haben speziell nichts gegen Wurstverkäufer, aber gegen solche Leute, die hier gegen sogenannte kriminelle Ausländer hetzen, aber selber kriminell sind. Und was hat er gemacht? Der wollte nach Teneriffa auswandern. In Teneriffa ist Folgendes passiert. Die Leute haben Unterschriften gesammelt gegen diesen Bachmann, weil sie gesagt haben, so einen Faschisten wollen wir hier nicht. Das finde ich gut, oder? Wenn so einer mal im Mittelmeer keine Rettung findet, ich weiß nicht, ob ich da traurig drüber wäre. Bachmann, dir ist die letzte Strophe persönlich gewidmet. One, two, three. Bachmann, du krimineller Wurstverkäufer, rettest du das Abendland in Teneriffa, du kommst nicht durch. No, no passaran. No passaran, no passaran. Ihr Faschisten kommt nicht durch. Nochmal bitte. No passaran, no. No. Ihr Faschisten kommt nicht durch. Ein letztes Mal. No passaran, no passaran, no. Ihr Faschisten kommt nicht durch. Nümmes Straßenrock besucht uns im Internet www.nümmes.de. Mit UE geschrieben, bitteschön, weil das Internet das Ü nicht kennt. www.nümmes.de. Aha, was kommt jetzt? Ich bin gespannt.
Das folgende Lied haben wir von unserem Freund Mike Stout, ein Rock-Liedermacher aus den USA. Und in den USA, die Leute haben ihre Erfahrung gemacht mit diesem barbarischen Fracking. Ihr kennt das alle. Und dieser Song heißt Stop the Frack Attack. Wir haben uns erlaubt, diesen Song ins Deutsche zu übertragen, weil gierige Hände auch in Europa darauf aus sind, unsere Umwelt hier zerstören, auch noch mit dem Mittel des Fracking. Stop the Frack Attack. Ein ganzer Schwarm Umweltkiller greift nach unserem Land. Bohrer dröhnen, Giftspritzen bohren sich in den Sand. Dein blühendes Ackerland, es war einmal im Goldrausch, grinst das Finanzkapital. Menschen, Tiere krank, Grundwasser versifft, eine Handvoll Geier macht Cash mit dem Gift. Schwere Trucks, Bulldozer wecken dich in der Früh. Im eigenen Haus gefangen, im Stall brüllt das Vieh. Hässliche Stationen von Kompressoren, Wasserhähne brennen und Lärm in den Ohren. Milliardengewinne für die Konzern-Cowboys, sie spielen mit unserem Leben, die aalglatten Playboys. Es kümmert sie nicht, was sie hier zerstören. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Schützt die Luft und schützt das Land. Kümmert euch und leistet Widerstand. Schöne Hügel, geile Gipfel werden platt gemacht. Geschmierte Richter haben sich dabei ins Fäustchen gelacht. Gekaufte Politiker waschen alles grün und in der Zeitung kannst du die Großanzeigen sehen. Betroffene Bürger wurden zum Schweigen verbannt und in der Zwischenzeit ihr Land verbrannt. Kommt raus auf die Straße, es ist Zeit für Widerstand. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Schützt die Luft und schützt das Land. Kümmert euch und leistet Widerstand. Jagdhunde des Fracking zerreißen deine Stadt. Wer es nicht glaubt, frage den, der es selbst erfahren hat. Frag die Leute in USA, in Dimmer und Tisch. Sie sagen dir, Fracking muss weg vom Tisch. Sie singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Sie singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Sie singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Schützt die Luft und schützt das Land. Und leistet Widerstand, wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Schützt die Luft und schützt das Land. Kümmert euch, leistet Widerstand, wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Wir singen Stop, stop, stop the Frack Attack. Stop, stop.
Luft und schützt das Land. Kümmert euch und leistet Widerstand. Kümmert euch. Ja, wer soll denn die Welt verändern? Grundsätzlich, radikal. Radikal heißt nichts anderes von der Wurzel her. Mit der Wurzel die kapitalistischen Profitgesetze und Machtgesetze aushebeln. Wer soll das machen? Meint ihr irgendeine von den bürgerlichen Parteien, die da sich hier Europäische Union da lobhudeln? Nein. Die Europäische Union ist nichts für die Menschen. Das ist für die Vampire, für die Blutsauger eine Organisationsform. Die Flüchtlingsbewegung, die EU ist eine Ursache dafür. Krieg, Kriegsgefahr, die EU ist mit den anderen Imperialisten eine Ursache dafür. Massenarbeitslosigkeit, Massenelend, ob in Griechenland, auch innerhalb der EU. Diese EU wird beherrscht von den größten imperialistischen Ländern innerhalb der EU, nämlich Deutschland und Frankreich. Und die knebeln sogar kleinere kapitalistische Länder im Konkurrenzkampf gegen andere Imperialisten, ob das die USA ist, ob das China ist oder Russland ist. Nur wir können das ändern. Mit einer Perspektive für eine grundsätzlich andere Gesellschaftsordnung. Ausbeutung und Unterdrückung gehört der Vergangenheit an. Ich bin persönlich für echten Sozialismus, dass wir lernen aus der Vergangenheit und nach vorne gucken. Deshalb vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke liegt. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen. Auf wir Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet eure Schlechtereien. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Yeah! Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange wir uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei. Vorwärts und nie vergessen und die Frage konkret gestellt. Beim Hungern und beim Essen. Jawohl. Unsere Welt. Das war natürlich von unserem großen Vorbild Bertolt Brecht,
und Hans Eisler. Nimmes Straßenrock hier beim Rockradio live. Das folgende Lied haben wir aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Kobane ist nicht alleine. Kobane kennt ihr vielleicht, die Stadt in Nordsyrien, die von den Kämpferinnen und Kämpfern der kurdischen Organisation von den IS-Faschisten befreit wurde. Und dieses Kobane war sozusagen das Stalingrad für diese IS-Faschisten. Zug um Zug wurden es genau diese Befreiungskämpfer, die die IS-Faschisten vertrieben haben. Aber mit sehr viel Blutzoll wurde das bezahlt. Und deutsche Panzer wurden dort eingesetzt. Eine Schande für die Bundesregierung, die diesen Krieg gegen das Volk da unterstützt haben. Kobane ist nicht alleine. Kobane ist nicht alleine. Kobane ist nicht alleine. Leute, macht euch auf die Beine. Leute, macht euch auf die Beine. Unsere Fahne weht. Unsere Fahne weht. Auf dem Haus der Solidarität. Auf dem Haus der Solidarität. Hey, nochmal. Kobane ist nicht alleine. Kobane ist nicht alleine. Leute, macht euch auf die Beine. Leute, macht euch auf die Beine. Unsere Fahne weht. Unsere Fahne weht. Auf dem Haus der Solidarität. Auf dem Haus yeah. der Solidarität. Trümmerlandschaft Kobane, aus dir wächst die Freiheitsfahne. Leuchtet gelb, rot und grün, in der ganzen Welt zu sehen. Denn Kobane ist nicht alleine. Kobane ist nicht alleine. Leute, macht euch auf die Beine. Leute, macht euch auf die Beine. Unsere Fahne weht. Unsere Fahne weht. Auf dem Haus der Solidarität. Auf dem Haus der Solidarität. Gelb die Flamme freier Frauen. Rot die Revolution, die Natur leuchtet grün, in der ganzen Welt zu sehen. Denn Kobane ist nicht alleine, Kobane ist nicht alleine. Leute, macht euch auf die Beine, Leute, macht euch auf die Beine. Unsere Fahne weht. Auf dem Haus der Solidarität. Auf dem Haus der Welt. Tja. Deutschland, Russland, USA wollen kein freies Rojava. Erdogan, dein Größenwahn. Wird sterben in Kurdistan. Denn Kobane ist nicht alleine. Kobane ist nicht alleine. Leute, macht euch auf die Beine. Leute, macht euch auf die Beine. Unsere Fahne weht. Unsere Fahne weht.
auf dem Haus der Solidarität. Auf dem Haus der Solidarität. Stolze Freiheitsfahne am Krankenhaus in Kobane. Es hat jetzt eine Solaranlage. Da helfen wir, keine Frage. Denn Kobane ist nicht alleine. Ist nicht alleine. Leute, macht euch auf die Beine. Mal ganz kurz hier noch mal ein bisschen was erklären, was ihr vielleicht nicht wisst. Dieses internationalistische Bündnis, viele Organisationen davon haben in Kobane den Aufbau eines Gesundheitszentrums mit über 100 Leuten, die dort angepackt haben, dieses Gesundheitszentrum aufgebaut. Und das Gesundheitszentrum ist jetzt so weit gediehen, dass da täglich Kinder geboren werden. Das finde ich ein. Das ist internationalistische Solidarität. Und unser nächster Auftritt beim Pfingstjugendtreffen, internationalen Pfingstjugendtreffen in Truckental in Thüringen, dort ist aufgebaut worden, parallel praktisch dazu, das Haus der Solidarität, um Geflüchteten hier ein Willkommen zu heißen und nicht ihnen Aschle zu geben, wie der Seehofer und die Merkel das machen. Deswegen, Biji Biji Rojava. Rojava. Lang lebe Rojava, lang lebe Rojava. Biji biji Kobane, biji biji Kobane. Lang lebe Kobane, lang lebe Kobane. Denn Kobane ist nicht alleine. Kobane ist nicht alleine. Leute, macht euch auf die Beine. Unsere Fahne weht. Dankeschön. Ja, Lümmes Straßenrock aus Berlin hier in der Blues- und Rockkneipe von Speiche. Unser letztes Lied. Ja, das haben wir ja so oft gesungen. Ich wollte das schon gar nicht mehr singen, das Lied. Aber ich habe letzte Woche den Film gesehen, Der Fall Collini. Und da habe ich gesagt, das Lied muss ich doch nochmal bringen jetzt. Mit unseren Freunden, Solidarität für die Genossenpartisanen in Norditalien. Gerade jetzt wieder wichtig gegen diesen Salvini, ne? Questa mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Questa mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Eines Morgens in aller Frühe, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Partisanen, Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch, nehmt mich mit euch. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisanen, kommt, nehmt dich mit euch, denn ich fühl, der Tod ist nah. Partisanen, kommt, nehmt dich mit euch, denn ich fühl, der Tod ist nah.
partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi senti Totò Mori. Partigiano, portami via, che mi sento De Mori. Wenn ich sterbe, eigenlassen. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wenn ich sterbe, euer Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, euer Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blumen. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Einer kleinen, ganz zarten Blume in die Berge bringt mich dann. Einer kleinen, ganz zarten Blume in die Berge bringt mich dann. Seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Die Leute, die gehen vorüber. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und die Leute, sie gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Hey, hey, diese Blume, so sagen alle, sagen alle. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Das war Nümmes Straßenrock aus Berlin. Ja. Wenn er keine Zugabe fordert. Ja, okay, der kleine Hinweis hat genügt. Passt mal auf, wir haben uns was überlegt. Heute haben wir zwei Geburtstagskinder. Einmal hier auf der Bühne, Michael! Wie alt bist du? Michael, wie alt bist du geworden heute? Naja, das ist jetzt mein 60. Geburtstag, aber deswegen lasse ich mich längst nicht zum alten Eisen zählen. Hey! Wir haben noch ein Geburtstagskind, eine unserer treuen, sagen wir mal, Begleiterinnen von der Nümmes Band. Gabi, komm mal da vorne. Gabi, eine Mädchen, komm uns nach vorne. Gabi, eine unermüdliche Kämpferin für den Frauenverband Courage oder auch für die MLPD. Und Gabi ist eine Ärztin. Und sie hat mich schon oft beraten mit meinen kleinen Zimperleins und Zimperleins. Und jetzt schenken wir dir, Gabi, eine Aloe Vera. Das ist ein tolles, tolles Gewächs. Ich benutze das immer, wenn ich Feuer unterm Dach gesungen habe. Dann kriege ich immer so verbrannte Finger. Und wenn du Aloe Vera aufschneidest und den Saft auf die verbrannten Stellen schmierst, geht sofort die Verbrennung weg. Also gegen das Feuer in der Zukunft für die feurige Gabi Wallenstein. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt bist du heute? 72. Hey, 72. Hey. Gabi,
Gabi, aus unserem Programm jetzt eben darfst du dir ein Lied aussuchen, was wir jetzt als Zugabe für euch beide Geburtstagskinder hier nochmal singen. Also, ich finde das schönste Lied, nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Okay, nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Ich muss hier den Blick nach unten richten, sonst stolper ich. Okay. Wir stecken mitten im Leben, und das Leben ist hart. Wir spüren die Erde beben und berühren uns zart. Doch was wir täglich durchleben, gibt uns auch die Kraft, stolz den Blick zu erheben, nur so wird Neues gemacht. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Stolz den Kopf zu erheben,
Nur so wird Neues geschafft. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Und vergesst nicht, unsere CD zu kaufen. Lümmels Straßenrock. Oder uns zu besuchen. www.lümmels.de. Dankeschön. Auch an die Technik hier. Ramon an der Technik. Ingo hinter der Kamera. Helmut hinter der zweiten Kamera. Und last not least, Klaus, unser Interviewpartner und Einlader, herzlichen Dank. Und Botta Shim aus Pakistan, der unsere CDs an euch unter bestimmten Bedingungen weitergibt. Dankeschön. Ja, schönen Dank für euren Besuch, für euer Konzert. Lümmels Straßenrock aus Berlin. Und vielleicht kannst du ja nochmal den nächsten Termin sagen, wo man euch das nächste Mal sehen und hören kann. Ja, über Pfingsten, da sind auch Flyer zum internationalen Pfingstjugendtreffen in Truckental in Thüringen. Das ist eine wunderschöne Landschaft. 2 Tage Diskussion, Kultur. Und bei Eisfeld, ja. Bei Eisfeld, ja. Und am Rennsteig, ja, genau, am Rennsteig. Und da gibt es also nicht nur Politik, sondern auch ein Riesenspiel ohne Grenzen für Kinder, Jugendliche und so weiter. Da gibt es Flyer. Dankeschön. Und da gibt es abends Konzerte, da fliegen einem die Ohren weg. Ja, schönen Dank nochmal. Es gibt nochmal einen kräftigen Applaus. Hey, folks. Dankeschön an Roman an der Technik. Danke an Ferdi für die Bedienung. Und ja, danke für euer Kommen. Nächsten Dienstag dann hier in Speicherstock und Blueskneipe Andreas Albrecht, Liedermacher aus Berlin. Der ist ja nur in einer Person da. Aber demnächst dann hoffentlich bald mal wieder hier in Speicherstock und Blueskneipe. Danke für euer Kommen und tschüss. Tschüss.